Nicht nur bei mir, sondern bei Kennern der absoluten obersten Liga der High-End-Szene löst der folgende Name eigentlich das totale Glänzen in den Augen aus. Die japanische Edelfirma Kondo baut nicht nur exzellente Röhrenverstärker, für mich die bestklingenden Verstärker am Weltmarkt, leider auch die teuersten, sondern auch hervorragende Kabel, die wir bei uns neuerdings auch im Programm haben. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine echte Entdeckung. Nach vielen Kabeln, die wir bis jetzt ausprobiert haben, zählen diese wirklich zu den bestklingenden, die wir bisher gehört haben. Und es ist halt, wie man vermuten würde, nicht so teuer wie die Geräte. Also es ist zwar schon gehoben, aber immer noch im bezahlbaren Bereich. Was ich hier liegen habe, ist einmal das günstigste NF-Kabel aus dem Kupferbereich und das teure Lautsprecherkabel, welches mit speziellem alten Silber gefertigt wird. Arbeitet also auch mit ganz anderen Materialien als alle anderen Hersteller, was sicherlich auch zu diesem besonderen Klang beiträgt. Und ich habe im Lautsprecherkabelbereich noch nie ein Kabel gehört, was so extrem gut auflöst bei extrem guter Musikalität. Also hier hat man wirklich nicht mehr das Gefühl, dass wir hier von HiFi reden, sondern da kommt pure Musik raus. Absolut livehaft, authentisch und in den Klangfarben ganz toll. Was auch außergewöhnlich ist in dem Sortiment, was mir auch eine Menge Freude bereitet, ist dieses neue Persimmon Netzkabel von Kondo. Das günstigere von zwei Kabeln. Und der Effekt, den man häufig mit vielen Netzkabeln hat, ist doch, dass man halt der Sound in die eine oder andere Richtung verbogen wird, was man eigentlich gar nicht so möchte. Bei dem einen Gerät funktioniert das, beim nächsten funktioniert es wieder nicht so gut. Nicht so bei diesem Kondo-Kabel. Egal in welches Gerät ich dieses Kabel bisher reingesteckt habe, absolut fantastische Ergebnisse. Die Musikalität nimmt enorm zu, der Raum nimmt zu, die Dynamik nimmt zu. Ein extrem universelles Netzkabel, was mittlerweile zu meinem absoluten Favorite und Lieblingskabel geworden ist. Wenn ich hier Interesse für diese außergewöhnlichen Kabel geweckt habe und Sie die gern mal hören möchten, dann lade ich Sie gerne zu einem Hörtermin in unserem Studio ein.